Maskennähaktion läuft auf Hochtouren. Die freiwilligen Helfer im Cottbuser Menschenrechtszentrum kommen gut voran. Seit vorletzter Woche werden im ehemaligen Gefängnis in der Bautzener Straße Mundschutzmasken genäht. Letzten Donnerstag waren 11 Näherinnen zeitgleich hier am Arbeiten. Einige Helfer nähen von zu Hause aus. Bis gestern wurden insgesamt an die 600 Masken produziert. Verteilt werden diese an Feuerwehrleute, Rettungsdienste sowie Alten- und Pflegeheime. Karl-Thiem-Klinikum sucht Mutmacher. Das CTK ruft alle Cottbusser und Lausitzer auf, seinen Patienten aufmunternde Botschaften zu schicken. Ob per Video, Foto oder selbstgemaltes Bild, die Botschaften sollen zeigen: Wir denken an euch, haltet durch, werdet schnell gesund. Alle Einreichungen werden zu einem Film zusammengeschnitten und dann über das Patientenfernsehen und die Social-Media-Kanäle des Krankenhauses gezeigt. Die Mutmacher gehen an presse@ctk.de. AOK City Run and Bike verschoben. Anbetracht der derzeitigen Corona-Krise wurde das Cottbusser Sportevent am 9. Mai abgesagt. Die Veranstaltung soll aber noch in diesem Jahr nachgeholt werden. Über den genauen Termin will die AOK Nordost und das Organisationsteam zeitnah informieren.